Ja, ich kann euch sagen, die Halle ist großzügig vom Platz her, aber wenn du da mit einem Gespann mit LKWs reinfährst, dann brauchst du halt Das auch den geht, Platz, ne? aber du musst halt ein bisschen vorsichtig fahren. Erst möglichst weit links halten und dann. Ja, doch. Lass mir hier keiner von euch den Gabelstapler anfummeln. So, Andy muss das machen oder so. Wieso was, hä? Ach Ja, so, wir brauchen wieder Stapel gabelt. Ja, denkst du, ich habe umsonst einen Linde Gabelstapler gekauft und Sattellaufliege? Ach so, ein Scheune. Denkst du, der hat umsonst gesagt, was er mitmachen muss? Ja. Brauche ich mir extra das Lenkrad an und jetzt soll ich Gabelstapler vorne Nein, lenken. du kannst auch was anderes machen, das war ein Scherz, Mann. Wenn du willst, kannst du MAN fahren, du kannst den Fendt übernehmen, der da oben steht. Fällt und Stapel. Ich wollte schon Stapelpressen sagen. Also, Alles klar, ich bin durch. Gabel stapeln? Telefon. Nee, stapeln, Gabeln, so, ne? So. Ja. Ah, Wenn muss man so. es auch richtig machen. Ja. Bei dieser Anfänger. So, Ich will danke, Benny. mitspielen, ja, jeder darf mitspielen. Ihr braucht das Add-on, ihr könnt dann auf den Teamspeak kommen, euch die Mods runterladen und euch anschließen. Ich denke mal, es wird heute so sein, so wie ich das mitbekomme, dass nicht jeder mitspielen kann, weil er das Add-on noch nicht hat oder noch nicht kaufen möchte oder sonst irgendwas. Dementsprechend denke ich mal, können wir das so machen, dass die Leute einfach nach und nach dazu plätschern. So, na gut, ich hab mal, was ist das? Sie kommen prima auf 1,30 Meter eingestellt. Ja, 1,80, aber oben steht noch die Premos ist gerade frei und David frisst gerade die Ballen. Großen Dann mache ich mit der Premos weiter. Ja. Dann musst du mal kurz warten. Das Jo. DLC bzw. das Add-on von Creative Mesh gibt es ab heute zu kaufen, ja. Oder ab heute wird es ausgeliefert. Kaufen konntet ihr ja auch schon vorher. Oder auch Wann nicht. machst du wieder Gold Rush? Ich muss mal schauen, eventuell Sonntag, aber es ist ein bisschen eng. Also ich habe es auf jeden Fall noch im Hinterkopf, genauso wie nächste Woche von ETS 2, das Italien DLC. Aber ich kann euch nicht versprechen, wann ich wieder dazu komme. Es wird auf jeden Fall nochmal Gold Rush geben, weil ich da ziemlich Bock drauf habe. Ja. Kostet Strohbergung. Ja, Strohbergung kostet 19,99. Auf Amazon ist es seit gerade eben anscheinend ausverkauft. Wenn die Sache nur bei 80% bist, ne? Ja, ich. Ach, Bescheid. So. Ah, Wahnsinn, hatte ich glaube ich auch noch nicht. Außer beim Lenkrad, dass in ein Spiel mal ausverkauft ist. Auch noch nicht. Echt ehrlich. Battlefield 4, wo es rauskam, da war es ausverkauft. So, wir haben zwei Leute unten im Wartebereich, aber noch keiner ist bereit. Noob, machst du nebenbei einen Chat oder? Ich bin gerade nebenbei dabei, die Dings zu machen. Für die Konsolen soll das Add-on vielleicht irgendwann noch erscheinen. Erstmal jetzt beim Release leider nicht. Ja, es ist ja bekannt, dass leider da die Konsolenhersteller immer ein bisschen schwieriger sind. Justin, danke für dein Abo. So, wenn es mal kurz so ruckelt, dann ist das meistens, wenn ich gerade einen Screenshot mache. Nur für die Leute, die nicht so oft zugucken, die wissen dann auch Bescheid. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, was hier los ist, was kaputt ist. Wir machen heute ist ja unter der Woche. Wir wollen schon ausführlich also das Ganze und länger heute Abend spielen, aber ich denke, es wird nicht in die Nacht reingehen, weil die meisten doch morgen arbeiten müssen, Schule und so weiter. Ja. Also man schafft eh eine Bahn. Dann ist man fast voll. Ja, die Bahn wäre noch länger, ne? Hat der 936 eigentlich andere Rückleuchten als der 939? War es nicht. Muss ich nochmal vergleichen. Ach, da ist er noch wegen Caps Lock Der David ist rausgestorben. da. Moin. Auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, da wird's dann Zeit für den PC, genau. Ah, Entschuldigung, das Handy war angeschlossen. Sollst ackern und nicht knipsen. Oh, ist doch so schön. Guck dir das doch mal an. Ich finde die Map auch geil, muss ich echt sagen. Einfach auch positiv davon überrascht. Höster hat die gespielt. Echt? Ja. Gefällt mir ganz gut. Aber um auf der hier allein zu spielen, brauchst du Curseplay. Sonst wirst du wahnsinnig. Oh, weiß nicht, bin ich so der Curseplay-Fan. Gut, ich bin auch kein Fan mehr so wirklich vom Multiplayer, deshalb, ne? Ich würde wahrscheinlich eh nur Multiplayer spielen. An diejenigen, die gerade fragen, das ist die Götenstedt. Ich habe auch noch per Zufall gewonnen. Heute wurde MR, also More Realistic, im Mod-Hub veröffentlicht. Was kann denn der aktuelle More Realistic dann so? Das würde mich mal interessieren. Morgen wird nicht gestreamt, nee, da habe ich auch leider keine Zeit. Ich bin schon so morgen nicht da. Samstag auch nicht, eventuell Sonntag. Wo fällt mir gerade ein? Boah, wie schnell man damit einfach Ballen macht, ne? Und wie schön die dann liegen, dass man die auch schnell wieder weiterverarbeiten kann, ist schon genial. Dann komme ich noch nicht so zurecht. Aber was nicht ist, das kann auch schwer werden. Schwere Sprache? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. More Realistic habe ich damals... Gab's das überhaupt für einen 15er? Überlege ich gerade. Nein. Nee? Nur für einen 13er? Nein. Und ein 13er war das ultra geil. Ja, aber das Problem war, dass man ja eigentlich alles dann nach Möglichkeit auch mit More Realistic brauchte, oder? Wie war das? Nö, brauchst du nicht. Also du konntest zwar auch ohne spielen, aber es hat dann wenig Sinn gemacht, oder wie war das? Ey, es hat schon Sinn gemacht auch teilweise, aber da hast du halt das gehabt, dass du dann halt reale Gewichte und sowas hatten, dass das rückwichtig wird, ne? Nur. Das halt. Ja. Komm mal ran auf den Meter. Bin voll. Nein. Das ist wieder nicht so. Nein, ich bin nicht besoffen. Sicher? Okay, ich glaub's ja. Strohbergung ist jetzt ausverkauft. Ja, bei Amazon zumindest. Im Aerosoft Shop könnt ihr das Ganze immer noch als Download und als normale DVD-Version erwerben. Bei Download-Version ist es auch kein großes Ding, da sind 300 MB runterladen. Ja. Auch schnell. Realistische Federung, korrekte Leistungsdaten, Simulation des Kolbenschlags bei Quaderballenpressen, Änderung der Ballenkapazität und. Das lohnt sich also, okay. Werden Spenden im Livestream angezeigt? Normalerweise sollten sie das, ja. Also ist eigentlich drin das Overlay. Kannst du mal die Pelletanlage befüllen? Können wir gleich machen, denke ich. Wir lagern erstmal ein paar Pellets ein. Ja, gut. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Wir müssen mal eine Halle von den beiden erstmal komplett voll drücken mit Pellets. Ja, das Problem ist, wir können die Silos nicht erweitern, ne? Du halt nur ganz nach vorne, ne? Ja, weil Anhänger, little big too big. Oder wir müssen halt, wir fahren dann nur mit LKW ab, ohne Anhänger dran. Wenn wir die ganz voll machen wollen. So, Noob, ich fahr mit Tempomat. Bin voll. Als Download sollte es ja theoretisch nie ausverkauft ist nicht sein. Weißt du was, ich kümmere mich darum, dass hier noch ein bisschen Stroh ist, weil... Nur noch auf Feld 13 was, aber eigentlich... Ja, also Feld 3 ist platt, da haben wir schon mal eben eingeatmet und Quaderballen rausgedrückt. Ja, dann fahr auf Feld 11. Ja, ich mach gleich, glaube ich, immer weiter mit der Prämos. Ja. Willst du dich mit mir anlegen, David? Ach, besitzt du da jetzt drin? Ich sitze gerade drin, du kannst dann weitermachen, wenn du willst. Kannst du auch ruhig nehmen. Ich kann das jederzeit spielen. Ja, ich auch. Ich nicht.
Kann sogar schon. Doch ein 1-Arm ist in die Linie. Ach. War schon wieder denselben Fehler wie vorhin beim Start des Streams. Falsche Ausfahrt nehmen. Was? Du war schon wieder die falsche Ausfahrt. Die extra, extra, extra enge. Ich fahre dich wohl auch ab, wenn du mit der Primus arbeitest. Dann fahre ich nämlich, weil du brauchst ja eigentlich zwei Abfahrer, wenn gerade wenn wir ohne Anhänger arbeiten. Ja, fahren wir ohne Anhänger. Ja, dann fahren wir ohne Anhänger. Aber eins ist ja komisch, wie die Leute hier rumrennen, ist ein bisschen eigenartig. Wieso? Ja. So am Feld entlang, aber gleich irgendwie so gefühlt, als wäre hier ein Festival und die gehen da hinten irgendwo zelten oder so. Ja, die denken vielleicht, dass das Tomorrowland ist oder so. Ja, so ungefähr. Ja, das ist ja quasi mitten im Feld. Gut, nicht mitten im Feld, das ist mitten in einem Nationalpark, aber... Sieht nach immer aus wie... Ja, als ob da Dritter Weltkrieg war. Dampete. David? Ja? Ein Anhänger ist voll, ne? Ja, ich suche gerade, wo ist denn der Agro-Strack? Ja, ich kuppel gerade ab, kannst du einsteigen. Ach, so, haben wir davon nicht zwei gehabt? Ja klar. Ich nehme nur deinen Anhänger und fahre jetzt zum Hof. Steht auch schon am Feld, deiner. Ah, okay, Fahrer. Ich sehe, ich bin durchgetappt. So, gleich werden wir noch... Also, wer heute mitspielen möchte, kann das gerne tun. Ich bin Flieger. Ihr braucht natürlich Add-on, könnt euch dann die Mods runterladen und dann zustoßen. Oben also, zu BGA, ne? Ja, genau, BGA. Und wo lang fährst du da immer so? Ich fahr quasi die Straße bei Feld 10 entlang und dann über 9, 7, 8 dann da hoch. Das ist aber ausgeschildert, wenn du da hinfährst. Du weißt, wo du rein musst. Also ich glaube, ich werde wohl auf der Gödenstedt im Singleplayer spielen. Ja, ich werde die mal auch ausprobieren. Hast tatsächlich. Hast du wieder Bock auf die Map? Ja. Ich habe einfach so bei meiner Mod-Seite des Vertrauens geguckt. Justin, normalerweise sollten Spenden im Livestream angezeigt werden, ja. Ich habe jetzt hat schon ein paar Wochen oder so keiner mehr, doch wohl ein paar Tage keiner mehr was gespendet, aber ich denke, es geht. Hat sich normalerweise nichts dran geändert. Am Hals der David. Ja, sicher. Spendet ihr Autos. Ich habe wenig Kapazität im Verhältnis, da muss ich halt schneller fahren, damit sich das alles hier rentiert. Ich weiß nicht, ob du bei dir, du hast bei dir die große Plan, doch du kannst ja in zwei Kapazitätsstufen fahren. Einmal ganz klein, dann gehen glaube ich 8 Tonnen rein und wenn du den groß machst, dann hat er gleich 20 Tonnen. Ich habe jetzt 23, ne? Also dann lass das am besten so. So, also wir haben da unten einen, der bereit hat, ist aber komplett gemutet. Ja, einmal anstupsen. Mach ich. Und jetzt ist einer abgehauen. Wie lange dauert Cola? Der Stream? Ich denke mal so, ja, also machen auf jeden Fall heute ein bisschen länger als sonst. Aber wir machen nicht jetzt die ganze Nacht, weil die meisten von uns müssen morgen zur Schule arbeiten und so weiter. Andy. Ja, ja. Halt, so. Ich tue mich auch nebenbei um den Chat kümmern mit. Die Map heißt Götenstedt. Für diejenigen, die gerade fragen. Wenn ihr sie nicht findet, könnt ihr trotzdem hier im TS den finden. Ja, und scheint ist es bei vielen heute nicht pünktlich gekommen. Ja, Amazon streikt doch wieder zumindest hier in Leipzig. Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, die ganze Versandabteilung da. Ja, was geht nicht im Südwesten Leipzig an? Auf Verteilzentrum. Ich weiß ja nicht, ob es bei euch da auch so ist. Meinen die halt auch. Da irgendwo in Dunkeldeutschland. Ey, klappe du. Wollt ihr nur triggern? Cool. So. Aber hier merkt man auch mal wieder, ne, wenn du mit dem Agrartruck so reinfährst, wie groß doch diese Halle ist. Ja, die ist schon nicht klein. Das BGA-Gelände ist richtig cool gemacht, finde ich. Aber du kannst ja mal die Geschichte erzählen mit der Verwirrung der großen Lagerhallen, die ich da hingestellt habe. Ja, ja. Wir haben, also Noob hat so große Hallen als Platzhalter hier hingestellt.
in der Vorbereitung. Und ich war dann letztens verwirrt und habe mich ein wenig gewundert. Warum stehen da so Hallen? Da sollten noch andere Hallen hin. Wo gibt es das Stromberührungs-Addon? Bei Amazon ist es jetzt ausverkauft. Ich würde euch empfehlen, das Ganze im Eversoft Online-Store zu kaufen. Da könnt ihr das aber auch nach Hause bestellen, also auch boxed. Aber halt auch Download. Gut, Download ist sofort da. Die CD, die muss halt erst geliefert werden. Ja, und beim Download. Erst bereit. Ich move in. Jo. Bei Giants ist das DLC nicht zu haben. Das ist, soweit ich weiß, richtig, weil Giants, das ist ja auch nicht Giants DLC, das ist ja das von Creative Mesh. Also hat Giants damit nicht ganz so viel zu tun. Außer, dass es halt für ein Spiel von Giants ist. Aber trotzdem könnten sie das mit anbieten. Werbung, ne? Ja. Ist halt nicht ihr Produkt, ne? Trotzdem. Das ist genau so, als ob Mercedes Werbung machen würde für den Fiat Multipla. Würde es auch nicht machen. Ja, Mercedes sind so ein Dorfdorf. Polska, danke für dein Abo. Ja, die denken aber wahrscheinlich, dass LS LS ist und das halt nur so ist. War cool, aber nicht deren Sache, weißt du? Eigentlich passt das ziemlich gut. Ich bin jetzt bei 80%. Du bist auf dem Rückweg, ne? Ja, laut Stream ist auf dem Rückweg. Auf welcher Seite hole ich meine Mods? Eigentlich zu 99% aus dem Mod-Hub. 90% Mod-Hub, 10% Mod-Seite des Vertrauens. Die TS-IP ist in der Stream-Beschreibung. Diejenigen, die mit mir zu tun haben, wissen, welche meine Mod-Seite des Vertrauens ist. Ich sag da mehr nichts zu, weil... Dann sind nicht bei einem gewissen anderen Spieler holst, ist alles okay. Fängt mit L an. Aktuell ist das Strombergungs-Addon nur für den PC verfügbar. Es ist geplant, das Ganze aber auch noch auf die Konsolen zu bringen. Also auf die PS4 und Xbox One, ne? PS4 und Xbox One. Da fällt mir gerade ein, war die Primus nicht auch im 15er mit vorhanden? Ja, aber das war ein Hexenhut mal. Also, das war Hackschnitzel. Weißt du nicht, war ein Hackschnitzel. So, war ein Hackschnitzel. Ja, das hier ist ja wirklich eine neue Fruchtsorte. Soweit ich weiß, wird man das zum Aktivieren von dem Add-on eine Internetverbindung brauchen, denke ich, ja. Ja. Oh man. Muss ich schmerzhaft erfahren. Kann der Download ausverkauft werden? Ich bin mir nicht sicher. Nein, geht denke nicht. Generieren ja nur Codes. Ja. Der Code ist dann eingetragen und fertig. Gehen nicht alle. David, was? Stell doch einfach auf 10 km/h ein. Ja, könnte ich schon, aber es wäre auch zu einfach. Wie findest du den LS auf der Nintendo Switch? Ich bin jetzt nicht der mega Nintendo Switch Fan und ich werde mir auch selber keine kaufen. Aber ich habe bei Nico kurz gesehen, wie der LS auf der Nintendo Switch aussieht und das ist schon gut, ja. Und es ist ja auch vom Umfang her gut. Es ist halt, soweit ich das gesehen habe, komplett ohne Modding. Ne? Da gibt es halt die Schnittstelle im Endeffekt nicht. Aber das Drumherum ansonsten sieht gut aus. Finde ich. Also, das Standardspiel haben sie schon sehr, sehr gut auf die Nintendo Switch gebracht. Da hört er da. Jo. Man sollte auch vielleicht nicht mit 90 auf diese dumme Rampe, dumme Scheiß Banke fahren. Möchte dich da, glaube ich, nicht durchlassen. Nee, das Ding hat Kondition. Nee, habe ich jetzt auch erst gemerkt. Das ist wie ein ETS-Loop. Wenn du gegen die Schranken bei der Maut fährst, bist du weg vom Fenster. Nö, bin ich nicht. Schön mit Schwerlast, mit nur... Kann man bei euch auch irgendwie mal mitspielen? Oder ist das erste Video wegen den Privatmods? Kann man bei euch auch... erstmal danke, Yannick Beefy, für deine dicke Spende. Man kann bei uns mitspielen, zum einen halt auf jeden Fall auf dem Oldschool-Server. Man kann heute mitspielen, wenn du Strohbergung schon hast. Und auch ansonsten, wenn